Wir reiten spät durch Nacht und Wind. Hin zur Postmeisterei, denn da können wir unser Kopfgeld loswerden, das wir bekommen haben, weil wir ein Pferd, ja, ich sag mal aus Versehen war es nicht wirklich, aber wir wollten es mal testen, geklaut haben und es wieder zurückgegeben haben und das diesmal mit dem Ausleihen nicht so gut geklappt hat. So, wir sind jetzt diesmal auf unserem eigenen Pferd wieder unterwegs, zum Glück. In der Haut von Arthur Morgan. Oh yeah. So, und da vorne ist die Postmeisterei. Da kann man die Kopfgelder loswerden, was ganz praktisch ist. Kostet 25 Dollar, diese kleine Misere. Und ich habe gedacht, wir werden erstmal unser Kopfgeld los, bevor wir uns hier blicken lassen, nachher von irgendwelchen Gesetzeshütern eliminiert werden. So, einmal kurz hier bleiben. Dauert nicht lange. Sorry, Jungs. Hier in Valentine, der schönen Ortschaft. Wow. Hallöchen. Was ist diese Dame? Morning. Guten Morgen. Geil. Ich finde cool, dass man sowas machen kann. So. Howdy. Nice to see you. Glad to see you on the up and up. I'll send news to New Hanover. Ja, das wäre nett, Mann. Hat uns 25 Dollar gekostet. Hier holen wir uns schon wieder. Und da wird es auch wieder Tag, wie praktisch. So, dann reiten wir jetzt zu unserem Lager zurück. Und da können wir dann ein paar neue Abenteuer annehmen. Aber es ist jetzt auf jeden Fall ratsam, das Kopfgeld wahrscheinlich jetzt schon zu lösen. Denn ich kaufe mich quasi frei. Genauso ist es. Und das ist ja quasi möglich für den Pferdediebstahl. Zahlt dann einen überteuerten Preis. Was war denn da los? Da war doch irgendwas. Ist irgendwas auf der Karte eben aufgeblinkt. Da kommt's mal vorbei, Leute. Gut. Was ist hier? Guckt euch das mal an. Hier Alter Schwede! Was zur Hölle ist hier vorgefallen? Oh mein Gott. Wo hat er denn seinen Kopf gelassen? Ach du heilige Scheiße. Das sieht ja mal richtig mies aus, ey. Guckt euch das mal an. Schönes Foto, ne? Look on my works. Sieh dir meine Arbeit an. Das wäre bestimmt ein Psycho gewesen, oder? Der ja alles niedergemetzelt hat. Erstmal eine Aufnahme. Genau. Ja, ey, Bildungsauftrag. So sehen Gedärme aus. Okay, aber machen können wir hier nicht wirklich was, oder? Dass hier sich jemand rumtreibt noch. Nein, aber nicht so. Moment mal, da können wir was. Na, den Zettel, da können wir was untersuchen. Mal gucken, was in seinem Mund steht. Poor bastard. Was soll das denn sein? Das ist nur ein Stück. Das sieht aus wie ein Floß oder ein Fluss oder was ist das? Eine Brücke? Eine Wegbeschreibung, das ist eine Karte. Erster Mordfallhinweis. Fetzen. Me. Steht da noch auf der anderen Seite, oder? Me. Könnten ein C oder ein L sein, je nachdem. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Mordfall. Das ist echt krass. Der Infinity Killer 2.0, schreibt der Philipp. Ja. Oh, oh, oh. Leute, ich bin das gar nicht gewöhnt, dass man nicht zu sowas hochrennen kann, nachdem man Assassin's Creed zockt, wisst ihr? Oh, wen haben wir denn da? Hallöchen. Mister? Mal ein paar Bauern, glaube ich. Hey, Mister! Boah, wie man hier einfach nur entdecken kann, ne? Man kann hier so tagelang damit verbringen, einfach. Das werden wir auch tun. Alright.
einfach zu entdecken. Gut, haben wir den ersten Mordfallfetzen gefunden. Wir reiten jetzt aber zurück zum Lager. Moment mal. Ist noch irgendwas lootable? Ist noch irgendwas lootable? Der abgetrennte Kopf doch nicht, bitteschön, oder? Will der jetzt da rumwühlen? Okay, dann finden wir vielleicht da irgendwie noch einen anderen Hinweis. Das gucken wir mal gerade an. Ah, nee. Ich glaube, das zeigt nur die Leiche an, ne? Ich glaube... Ja, was kriegen können wir da nicht mehr. Okay, der hat nichts überlassen, sein Gedärm. Ich hätte ja vorher was gegessen. Auch cool, dass der Ast sich so bewegt, wenn man dagegen reitet und nicht einfach nur so da durchklippt. Ja, der Charakter. Das ist einfach echt großes Kino. Und jetzt zurück. Ja, man muss auch aufpassen, wie man halt mit der Welt interagiert. Man hat es mit dem Kopfgeld halt leicht gesehen jetzt, wo wir das Pferd geklaut haben. Und das jetzt nur testweise. Zum Glück habe ich es jetzt gemacht und nicht später. Und jetzt reiten wir zurück zu unserem Lager in der Hoffnung, dass wir da noch ein paar coole Missionen machen können. Jagdmissionen und so weiter gibt es ja da. Wir können verschiedenste angehen. Hey. Bill Williamson. Aber nicht der netteste. Hat Gründe, dass ich das sage. Hey, Arthur. Hey, alles gut? Jose? You wanna go hunting? What are you hunting? An elephant? I wish. No. I saw a huge bear. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. My God. But you need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. I could do with a break from this place. Oh, me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. So you still ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Boadicea. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now. Unruly bastard. Where'd you get him? Some big, loudmouth bastard tried to rob me and was out riding, so I... Well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way, sort of. There's a decent dealer there. We'll unload him, you can buy yourself a new horse. Put your saddle on them. Let's get going. Okay. But I do kind of like this horse. There's nothing wrong with two horses. And the stables always have the best ones. I guess you're right. Und bei Tageslicht sieht man das auch schön, wie cool dieses eine Pferd hier aussieht. You won't throw me? No, he's an angel, if I'm near him. Nasty little look in his eyes. Oh, don't be rude about this magnificent creature. Okay, see if you can get your leg over that brute. Okay, boy. Easy, big fella. All right, let's head into town. No bar fights, please. I heard about that. I'll do my best. Das ist ein schönes schwarzes Rossi. Might be gone a couple of days. They got a good range of horse tack at the Valentine stables. Some beautiful saddles. I used to have a real nice one. Yeah, what happened to that? Got stolen outside that saloon in Deer Creek. Ah, I remember now. Just about. That turned into a long day. Yes. Remember? Mac went crazy, threatened to kill the whole town. And Davey was passed out so cold we left him there, came back in the next day, and he woke up, started right back drinking again. I miss those boys. Jenny, too. She had some spark, that girl. It must be pretty hard on Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. That's like Arthur and Martha, or Bill and Phil. Yeah, maybe you're right. Does feel a bit like our luck died with them, too. Nonsense. We'll be all right. Just need some money to get back on our feet. I hope so. You found a way to offload those Cornwall bonds yet? Not yet. They're still very hot. Need to be done right.
I have a couple of leads I'm looking into. Don't let that big bastard get the better of you there, Arthur. He's all right. Und Experiment fragt gerade hier im Stream, dass er sagt gerade, dass er die meisten, dass er die Story des ersten Teils nicht kennt. Das ist nicht so schlimm, das ist nicht so tragisch. Aber das kannst du dir natürlich alles bei mir anschauen. Okay. Schafft ihr ein Pferd? Okay, ich würde sagen, dann binden wir erstmal unser Pferdchen hier irgendwo an, oder? Da können wir es mit dem Pferd, das können wir berufen hier. Aha. Hey, how can I help you? I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Yeah. And what about this one here? Yeah, you looking to sell? I sure you. You got papers? No. No papers. Well, of course, that's gonna affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. Pferdekauf. Ich finde das ein cooles Pferd, ey. Aber es ist schwerfällig. Na, bisher verkaufen will ich es noch nicht eigentlich, oder? Verkaufe das Pferd oder bringe es in einem Stall unter. Oder verkaufen wir das für 25? Kaufen uns dafür ein neues? Komm, wir verkaufen es. Zack. So, jetzt holen wir uns nämlich ein neues Pferd. Wow. Renntauglich. Ja, die sind ja deutlich besser. Englisches Vollblut kriegen wir umsonst sogar. Renntauglich? Der Ardenna, Leute. So, den kaufen wir erstmal natürlich. Die haben wir in unserem Special. Oh. Jetzt können wir hier sogar richtig einen Namen geben. Okay, da bin ich ready. Ups. Na, ist ja klar, ne? Der Ardenna. Oder das englische Vollblut? Rossini wird mir auch vorgeschlagen. Auch interessant. So. Pferdezubehör und Dienste. Der ist ja süß, ne? Oh, das ist aber schön, oder? Cooles Pferd. Sättel gibt es ja auch noch. Cool. Der Sattel sieht denn hier am coolsten auf dem Pferd aus. Vorbestellte Sättel. Der vorbestellte Sattel ist am besten, weil ich ja Vorbesteller bin quasi. Ja, der ist doch richtig nice, der Vorbesteller-Sattel, oder? Sau cool. Der gefällt mir. Oh, die verbesserte Satteltasche, auch gut. Ich muss gar nicht die Farbe bestimmen. Das war schon gut so. Das ist echt süß. Guck mal, die hat sogar so lustige Beinhaare. Die Rossi. Oh, ich bin ganz weiß geworden. Hier gibt es auch verschiedene Schlafdecken. Also passt es doch zum Sattel. So, finde ich super. Haben wir gar kein Geld ausgegeben. Wir können aber noch... Na gut, da brauchen wir jetzt nicht. Pflege. Was gibt es denn da für Pflege? Mähne. Natürlich. Normal. Lang. Geflochten. Irokese. Wie cool, ey. Dreadlocks. Dann kann man so die Farbe vom Pferd bestellen. Super nice. Finde ich cool. Lassen wir natürlich real so.
Fand eigentlich natürlich am schönsten, wenn ich ganz ehrlich bin sogar. Deswegen lassen wir es mal so. Der Schweif, der geht auch anders, okay. Geflochten, das ist ja cool. Dreadlocks. Ja, wir haben ja einige Sachen special, nicht wundern. Natürlich und normal sehe ich gar keinen Unterschied dran. Ich lasse es aber auch mal so normal. Ne? Oh, so ein süßes Pferdchen. Irokese ist cool. Pimp my pony. Das ist wirklich, ne? Okay. Alright, Partner. You got yourself a deal. And a fine new horse. I hope so. Well, I don't sell anything other than good animals. You have my word on that. Here are your papers, and on me, a new grooming brush, and some treats. Appreciate it. Yeah. All right, you treat this fella well. I know he's gonna look after you just fine. Okay, dann wollen wir mal. Looks like a nice animal you got there. You happy? Ja, auf jeden Fall. Volles Pferdchen. Guck mal hier, in ihrer ganzen Pracht, die Rossi. Schon richtig cooles Pferd, oder? Den Sattel mag ich auch. Ja, bin ich mal gespannt, wie viele Rossis wir da noch kriegen werden, ne? So. Alright, let's get going. We got quite a ride ahead of us. Lead the way. So. What's this lake we're heading for? It's called O'Cray's Run, up in the mountains east of Cumberland Falls. I just hope I can remember how to get there. Back into the mountains? I sure didn't figure on that. But this time, we're doing the chasing. So how are things with you and John? Fine. Ain't it about time you let it go now? It was a year, Jose. He ditched us for a goddamn year. I've spoken to him many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Running off on that kid is one thing, but there's code. He knows that. He ain't Trelawney. Dutch and you pretty much raised him. I know. But it's done. Has been for a while now. Nobody else would have been welcomed back that easy after that long, and you know it. Maybe. But please don't you put that to the test. Okay, I think we need to head right up here. Hier sind wir richtig. Yes, I remember this place. Moonstone Pond. We're going the right way. That's the lake there. Good. We made it. Let's loop around the other side. I should really be heading back over to Great Plains, see about Sean. It's bounty hunters who've got him? So Trelawney says. Javier and Charles have gone with him to scope it out. Pretty dangerous going anywhere near Blackwater. Right, but... If he's alive, we gotta try. Of course. Ich will ihn noch weiteren Sachen befragen. Rabbits. Maybe we should catch one to cook. Sure. Try and shoot one. You don't want to use anything too powerful on a small animal like that.
Just ruin the meat. Best thing's a bow or a 22 caliber rifle. I have hunted rabbits before, you know. Yes, and obliterated them with a shotgun, if I remember right. Gut, dann nehmen wir uns mal den Bogen. Und gucken mal, wie überhaupt noch Häschen sind. Hab ich keinen mehr gesehen. Na, doch im Dickicht verschwunden, Alter. So kleine Hasen, wie soll man die denn jetzt hier ausmachen? Wie mache ich das denn nochmal mit der Spur? Verdammt, jetzt habe ich das alles wieder vergessen. Toll. Hasen. 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 Bin extra in die Hocke gegangen für euch, Mensch. Jetzt stellt euch doch nicht so an. Ja, ich sehe keine Hasen mehr. Ich glaube, die sind weg. Okay, dann ziehen wir weiter, komm. Wenn wir noch einen sehen, gucken wir mal. Vielleicht finde ich den ja mit dem Pferd, wenn der da einer am Wegesrand langläuft. So scheu sind die jetzt auch nicht. Komm weiter. Hier. Geil. Ich habe ihn platt geritten. Hier ist ein Hase. Schön. Okay. Hinten beim Game-Gebiet. Genau. Gut. Das ist mal häuten. Alter, ist das mies. Autsch. So, den Hasen will ich aber auch. So kann man natürlich auch jagen, ne? Genau. Okay, aber das Pferdchen wieder. Oh, oh. Oh. Ach geil, dass einem auch der Hase aus der Hand fällt. Komm hier lieber runter, Pferdchen. Komm lieber zu uns. Bossi. Das Ding ist, wir werden ja wahrscheinlich verschiedene Rösser haben, verschiedene Tiere. Oh, aha, Masasi, schreibt die Annie. Ja, der Arme, ne? Alright. Getting late. Reckon we should camp here. Sure. Well, you get a set up. Okay, Gegenstände oder was jetzt? Wo mache ich jetzt das Lager da unten? Dann machen wir ein bisschen anders, oder? Weil direkt hier am Wegesrand, meinst du? Ja? Okay. Na gut, dann machen wir das hier. Schön das Lager aufgeschlagen. Bisschen Nachtruhe. Oh, I'm famished. Cook that rabbit then. They're delicious on an open fire like this. Fine by me. Jetzt lernen wir, wie das geht mit dem Kochen. Das Spiel ist nämlich umfassend, wie wir sehen. Kleinwildfleisch. Nutze X, um den Hasen schneller zu kochen. Okay. Und jetzt können wir den verspeisen. You want some of this? No, I'm fine. I don't like eating this late. Okay. After all that. Ah, können wir doch noch mehr machen hier. Mmm, lecker. Sicher, dass du nichts willst? Guck mal, wie das hier brutzelt. Den Hasen könnte ich ja nicht essen, aber egal. Oh, ein bisschen Energie tut gut. Komm. Einmal grillen können wir noch mehr, der wird bald dick, unser Arthur. Arthur Morgan. Zack. Und rein damit. Ich würde sagen, das reicht, oder? Alright. Well. We better get some rest. I wanna be up at first light to find this monster. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir uns auch mal zu Bett. Heilige Scheiße. Und dann suchen wir einen Bären. Das kann ja was werden.